Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und wenn wir in dieser Konstellation sitzen, werden in der Regel Pokémon Booster zerrippt. Und ihr habt es am Thumbnail schon gesehen, ihr habt es am Titel gesehen. Heute öffnen wir diese traumhafte Box von Pokémon Go Team. Wie heißt das? Mystic, ne? Team Blue. 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 Hier ist auf Deutsch immer. Du bist Team Blau. Nee, ich bin Team Gelb. Ich bin der Außenseiter. Du warst doch, du warst Team Wagemut, ne? Ich bin Rot. Team Wagemut, aber immer. Ich war immer der Rot Außenseiter. Hier, das waren ja wirklich alle. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Pokémon Go spielt. Also ich spiel's nicht mehr so aktiv. Jein. So mittelmäßig spiele ich noch. Ich spiel's gar nicht mehr. Aber schreibt mal in die Kommentare, welches Team ihr seid. Und nun, zerrippen wir das Team. Es wird zerrippt. Es wird zerrippt. Wir haben hier vorab gesagt einen wunderschönen Pin für meine Pinsammlung optimal und eine Promotion-Karte. Gute alte Egg Toes. Alles auf Englisch, was für mich eigentlich ungewöhnlich ist. Aber man spart sich Geld und ich habe mir gedacht. Die sind richtig fest, ne? Ja, außer die rote. Die löst sich schon. Bei mir war alles bombenfest, wirklich. Also vorab sei gesagt, ihr könnt gespannt sein. Es kommen noch mehr Videos. Wir öffnen in diesem Video nur. Die blaue Box, die anderen Pokémon. Die anderen Pokémon-Produkte, was ist das? Also ich kann jetzt direkt von Anfang an sagen, die Trainerin von Team Blau feiere ich, ist glaube ich meine Zweitlieblings, aber die Arctos Coin mag ich nicht so. Ich finde die Arctos Coin richtig stark. Ich finde die so. Ich mag aber Arctos auch prinzipiell nicht so. Focus Money. Focus Money am Start. Bisschen weiter nach. Ja. Da wird doch ein Schuh raus. Ich sitze schon wieder. Nicht in der Fliege. So. Darf ich mir nochmal kurz die Booster angucken? Ist zwar bei mir noch nicht so lange her, wenn du oben, aber ich hab die gar nicht so appreciated, die Booster, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ne? Ich hab die mir noch nie richtig angeguckt. Ja, mit die Promotion-Karte. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Full Art Trainer-Sammlung. Da kommen die auf jeden Fall rein. Ich mach den auf. Du machst den auf? Oder du machst den auf und ich sag, hier ist ein Hit drin. So. Willst du einen Booster aufmachen? Ja, schönen Booster aufmachen. Willst du einen Booster aufmachen? Darfst du aber nicht. Doch, behalt den. Gut, dann weißt du, behalt den. Alles klar. Den mach ich. So, die Karte ist gesichert. Freu mich jetzt schon. Willst du den als erstes aufmachen? Ja, ich mach den. Komm, du machst den als allererstes. Ich mach den Anfang. Hast du den hier, den ersten von da genommen? Ja, den untersten. Okay. Ja, Leute. Gut. Ich mach schon mal auf. Mach auf. Herr Lukas macht den ersten Booster und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere in diesem Opening. Oh Gott. Warte, ich muss ein bisschen rauszoomen. Ja, perfekt. Noch ein bisschen rauszoomen. Warte. das war gerade. Das reicht. 1, 2, 3. So reicht, so passt das doch, ne? So, was sagst du? Ein bisschen du? Rein, was vielleicht. Sagst du? Ich sage Feuer. Ich sag Wasser. Blitz. Blitz. Let's go auf der wunderschönen Eevee-Matte. Let's go. Spark. Das ist, by the way, mein Lieblingstrainer. Ja, obwohl ich Team Rot bin. Team Gelb. Ja, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ariados. Steelix. Slowpoke. Lavita. Ipom. Ipom. Ja, ich sag mal Bidoof, ne? Bidoof. Hast du was? Oder wie? Nichts, aber ich hab auf jeden Fall einen V-Hit, glaube ich. Nee. Aber ich kann den Venusaur in Normal Holo. Leute, in jedem Booster ist auf jeden Fall eine garantierte Holo. Und jetzt ist die Frage, was will ich überhaupt ziehen? Ich würde gern natürlich das Shiny, lass es dir schmecken, Shiny Glurak ziehen. Ja, safe. Ich würde aber auch gerne die Mewtwo Gold oder die Mewtwo Rainbow. Oder die Mewtwo Altart. Nee, die brauche ich nicht. Also würdest du übrigens allgemein gerne Altart ziehen? Es gibt ja nur zwei. Nee. Also wenn du. Ich sag mal, rein wirtschaftlich würde ich sie schon nehmen. Rein wirtschaftlich. Bist aber fertig. Denn? Die gehen richtig scheiße aus. Sind wir mal ganz ehrlich, die gehen scheiße. Ich war gerade noch so, dass ich mir den Code nicht angucken darf, aber hier ist der Code ja immer derselbe. Ja, weil immer eine Holo. Hashtag immer eine Holo. 1, 2, 3 und 4. Jetzt geht's los, jetzt ziehen wir. Also ich würde gern, wie gesagt, die Rainbow Mewtwo, Gold Mewtwo, normale Vista Mewtwo und ich würde auch Dragoran Rainbow oder normal Vista würde ich auch feiern. Gibt's die in Gold? Ich glaube nicht. Schade eigentlich. Weiß ich gar nicht. Was sagst du? Psycho, ich sag Unlicht. Es ist Stahlbollenlaser. Wie immer. Bisschen reinzoomen noch, ne? Oder rauszoomen, reinzoomen. Rein. Stahlwollenenergie. Lunastein. Bisaknoss. Pokestop. Spin Twin. Bidoof.
Sind immer noch lustig. Bester Mann. Carpador, ein Drusselgur, glaube ich, so ich heißt es. Onyx. Eevee. Bänder. Ja, perfekt. Eevee. Genau. Kein Ditto, oder? Nein, ah, ne, stimmt, da muss man auch mal drauf achten. Und ein, irgendwas weiß ich auch. Ne? Sieht aus wie Palkia, Palkia auf Wish bestellt oder so. Es ist Palkia auf Wish bestellt. Noch keinen großen Hit. Bis jetzt ist das Opening eine komplette Enttäuschung. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Im Leben. Ich hab der Mann ist so voll. Du hättest ja auch mal drücken können. Nee. 1, 2, 3 und 4. Jetzt geht's los, wir tanzen. Jetzt, wir. Psycho. Bist du dumm? Blatt. Mhm. Kampf. Bis jetzt hat noch keiner irgendwas geschafft. Oh, du hast einen Hit, du hast einen dicken Hit, du hast einen dicken Hit. Ja, ich hab's gesehen. Aber warum? Du hast spoilerst einen dicken Hit. Wow, Leute, jetzt schon einen Kommentar lassen. Hashtag Glückwunsch. Oh mein Gott. Kamel. Ist mindestens ein Remix. Heilbrutmaschine. Lavita. Natu. Ich glaube, es ist Full Art. Ist eine Full Art. Entweder Full Art Trainer oder... Es hat sehr was Silbernes, glaube ich. Hm, nix und? Jawohl! Ich hab voller Trainer! Ey, können wir mal bitte. Ich möchte mal kurz. Professor's Reserve. Die sieht geil aus. Die sieht doch geil aus. Vor allem, du hast jetzt noch eine Full Art mehr. Ja. Die das kommt auch geil. Wieder in Beine. Bevor wir uns jetzt hier richtig drüber freuen über die Karte, möchte ich kurz mal sagen: Nice. Wir haben ja bei mir auch das Video aufgenommen. Ja. Und man konnte die Hits im Pokémon Go, du siehst die richtig gut, finde ich. In dem Set siehst du die Hits richtig schnell. Aber geil, Alter. Geile Karte. Sehr schön. Ich hab die nicht gezogen, schade. Nee, du hast die aber nicht geil, gezogen. Alter. Du hast jetzt jede Trainerkarte in Normal, die es gibt. Ja. Ja. Kommt vielleicht ziehst du jetzt gleich auch noch ein paar Rainbows von den kann anderen ich direkt Trainern. Auch, weil das muss eh in den Eevee-Ball ja. Normale Eevee da rein. Gab es noch eine Eevee-Karte da? Ja, Sylveon in Holo. Ja, ja, ja. Die hätte ich natürlich auch gern. Die ziehst du jetzt. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Bidoof, das sehe ich schon. Er ist einfach noch nie den Namen auf Englisch gehört und auf einmal ist es der Lieblingsname geworden. Bidoof, bester. 1, 2, 3, 4. Let's go. Wasser. Blatt. Wasser. Wasser überall. Und wir haben. Und wir gehen rein in den Booster. Busaknosp. In den Busaknosp. Pokestop schon wieder. Spin to win. Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Da ist der Bidoof schon wieder. Carpador. Drusselgurk ist es, glaube ich. Booster. Onyx, ist Eevee, der gleiche ist der gleiche Booster. Jetzt nicht mehr. Ja. Melmetall! Melmetall, was? Nein, das war keine Dings. Nein, nein. Nein, nein, da achte wir haben noch zwei Spaß. Booster. Ich sag, du hast einen dicken Hit. Hier auf jeden Fall, jetzt meine ich. Meinst du noch eine Shiny-Karte oder was? Das glaube ich nicht. Entweder hast du noch auf jeden Fall ein Ditto oder irgendwas, was... Also die Box hat sich auf jeden Fall gelohnt, geht. Weil wir eine Full-Art-Trainer haben. Wollte gerade sagen. Und wie gesagt, die normalen Full-Arts ist jetzt die einzige Full-Art, die du so ziehen kannst halt. Ne? Ja, ja. Also abgesehen von den Pokémonstern. Abgesehen von den Pocket-Monstern. Sag Feuer. Ich, Unlicht. Das ist Unlicht. Und es ist Unlicht. Ich hab einen Hit. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab den schwarzen Rand. Ja, dann hast du safe eine Wii. Oh, er hat auch eine Wii. Ich sag eine Wii. Alles andere macht mit schwarzem Rand keinen Sinn. Ja, eigentlich, ja. Ne? Ja, ja. Ob sie die Wahrheit sagt? Pikachu die erste? Pikachu für den ersten. Für den beiden. Für den ersten. Shiggy. Meltan. Pikachu für den zweiten. Und? Jawohl! Geil! Ah, die ist richtig schön. Oh, die finde ich stark. Die ist richtig schön. Hätte ich jetzt schöne eine Dragoran-Sammlung, würde ich mich freuen. Erstmal ich die beiden Pikachus da rein und die Dragoran. Nice, die V-Karte finde ich so ist halt, schön. Das Ding ist, an dieser Karte ist das richtig, was jeder sagt. Sie guckt, die Dragoran guckt da halt mal böse. Es ist halt nicht dieses... Und die beiden Pikachus werden auch eingesleeved, weil ich habe eine Pikachu-Sammlung. Und der tut einfach Reverse und Nicht-Reverse rein. Ja. Weil er es kann und weil er Bock drauf hat. Und weil ich da Bock drauf habe. Und jetzt kommt, weil ich da drauf Bock habe, der letzte Booster. Und wenn der auch nochmal gönnt, war es eine echt starke Box. Also bis jetzt schon eine sehr starke Box. Sehr starke Box, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ist die Hitrate? Keine Ahnung. Glaube ich gar nicht so also, gut, ne? Wie viel habe ich ungefähr aus meinem 36er an Hits? Ich hatte ja schon viele Hits. Du hattest schon recht viele Hits. Also ich würde sagen, es ist... Voll gegen die Karte. Ich würde schon sagen, es ist eine sehr starke Hit, also sehr gute Hitrate. Aber es muss ja das Produkt gönnen, sein. Ja, ja. Also so viel, ich sag Blitz. Psycho. Blatt. Ja, damit steht's 1-1 bei dieser Box. Blatt. Ich sag, du hast noch ein Ditto. Ich hab gesagt, du kriegst noch eine V, jetzt Blatt. Ziehst du noch ein Ditto. Schluck. Ratata. Ratatata. Ratata. Pikachu, die dritte. Alter, dreimal Pikachu. Shiggy schon wieder. Meltan.
Keins, aber Arctos Reverse. Und wir haben noch Turtok. Jetzt fehlt noch nur noch das Golrak. Golrak will ich ja so oder so noch haben, weil ich es für meine Glurak-Sammlung brauche. Ja. Das war's! Das war's schon. Leute, das war's mit der Box. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Da öffne ich nämlich die... Das war mir so klar. Rote Box. Die rote Trainerbox. Die Wagemut wird dann geöffnet. Wenn ihr darauf Bock habt, schaltet gerne wieder ein. Wir sind auf jeden Fall für heute raus und... Ciao!